Vor bald 2000 Jahren entdecken die Menschen einen neuen Glauben. Männer und Frauen bekennen sich zu Christus. Was als kleine Bewegung beginnt, soll die Welt für immer verändern. Bedroht, verfolgt und am Ende dennoch siegreich, verbreitet sich der neue Glaube über die ganze Welt. Aber was ist das Geheimnis hinter diesem unaufhaltsamen Aufstieg? Sie glauben, das Christentum sei dort entstanden, wo Jesus gekreuzigt und begraben wurde? In Jerusalem? Die Antwort ist nein. Entscheidende Ideen der neuen Religion kamen hier in die Welt, in der heutigen Türkei. In Kleinasien und nicht in Jerusalem wurden die Weichen gestellt für den neuen Glauben, der seinen Siegeszug durch das ganze Römische Reich antrat. Aber wie fing alles an? Was passierte eigentlich nach der Kreuzigung Jesu? Wie konnte aus einer Handvoll Männer und Frauen eine Bewegung entstehen, die sich gegen alle anderen Religionen durchsetzte? Und was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Diesen Fragen will ich nachgehen. Unsere Spurensuche führt in das Jahr 30, nur wenige Monate nach der Hinrichtung Jesu. Hier in Jerusalem soll sich die erste christliche Gemeinde gebildet haben. So erzählt es der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte. Es ist die Jerusalemer Urgemeinde. Regelmäßig kommt die kleine Schar jetzt zusammen, als Glaubensgemeinschaft, aber auch als Lebensgemeinschaft. Die 12 Jünger bilden den inneren Kern der Bewegung. Anfangs war es wohl noch eine sehr kleine Gruppe. Doch die Urgemeinde wächst stetig. Immer mehr Männer und auch Frauen begeistern sich für die Botschaft der Liebe, die Jesus ihnen gepredigt hatte. Es ist das Ursprungsrätsel des Christentums. Als Jesus am Kreuz gestorben war, stand die Bewegung praktisch vor dem Aus. Und nur wenige Monate später wächst und gedeiht sie. Wie war das möglich? Nach allem, was wir heute wissen, muss die Kreuzigung Jesu wie ein Schock auf seine Jünger gewirkt haben. Jesus war überzeugt, dass mit ihm das Reich Gottes auf Erden angebrochen sei. Schon seine ersten Anhänger hatte er mit diesem Versprechen geworben. Aber der verheißene Messias stirbt elendig am Kreuz. Die Bewegung war am Tiefpunkt angekommen. In der Jerusalemer Grabeskirche erkennen die meisten Wissenschaftler den Ort des Todes Jesu. Über dem Eingang zum heiligen Grab verkündet eine griechische Inschrift, was auch der Evangelist Lukas überliefert. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Als Jesus auf der Richtstätte Golgatha am Kreuz hing, reichte sein Ruf allenfalls in die Region. Im Römischen Reich war er ein Niemand. Doch die Auferstehung Jesu von den Toten, von der die Jünger berichten, markiert den Wendepunkt in der noch jungen Geschichte der Bewegung. Jesus ist den Jüngern erschienen und er ist ihnen erschienen leibhaftig. Das heißt, er ist auferstanden. Und da begriffen die Jünger, Jesus ist mit seiner Botschaft nicht gescheitert. Nein, jetzt begriffen sie erst seine Botschaft. Seine Botschaft war das, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass der Tod keine Macht über das Leben hat, dass Jesus den Tod überwunden hat. Das war die Ursprungsstunde des Christentums. Angeführt wird die Keimzelle der jungen Bewegung von einer Doppelspitze. Jakobus, ein leiblicher Bruder Jesu, und Petrus, dem der Auferstandene als erstem erschienen sein soll. Sie gelten als die Säulen der Urgemeinde. Auch Maria, die Mutter Jesu, soll von Beginn an zur Jerusalemer Urgemeinde gehört haben.
Für das, was nach der Kreuzigung Jesu geschah, finden wir in der Bibel präzise Zeitangaben. Am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden, steht dort. Wir feiern es am Ostersonntag. Am 40. Tag nach Ostern ist er in den Himmel aufgefahren, Christi Himmelfahrt. Was aber geschah dann eigentlich an Pfingsten, am 50. Tag nach seiner Auferstehung? Die Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist am 50. Tag auf die Jünger herabkam. Sie saßen gerade zum jüdischen Erntefest Shavuot versammelt. Mit feurigen Zungen, die vom Himmel herabloderten, soll er bewirkt haben, dass jeder Mensch, egal welcher Sprache und Herkunft, die Worte der Jünger hören und auch verstehen konnte. Für die Gläubigen ist der Fall klar. Gott hatte ein Pfingstwunder bewirkt, um seine Bewegung anzuschieben. Was immer damals passierte, Tatsache ist, was seine Anhänger jetzt verkünden, ist nicht nur neu, sondern revolutionär. Ein hingerichteter Gott, ein Verlierer wird Sieger. So ein Gottesbild kannte die Welt bis dahin nicht. Man kann es sich heute fast nicht mehr vorstellen, angesichts gewaltiger Gotteshäuser, wie hier, der ehemaligen Klosterkirche von Alahan im Süden der Türkei. Denn unter den ersten Christen war irdischer Besitz regelrecht verpönt. So wenigstens erzählt es Lukas in der Apostelgeschichte. Der Evangelist Lukas berichtet von einer uneingeschränkten Gütergemeinschaft der ersten Christen und von einer grenzenlosen Solidarität. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld den Aposteln. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Die Mehrheit der Menschen, die zur Urgemeinde gehört haben, waren kleine Leute. Ich würde sie aber zum Beispiel nicht Proletarier nennen, sondern es waren Menschen, die meistens durch Eigenerwerb und nicht durch Anstellung bei irgendeiner Firma oder so ihr Geld verdient haben. Sie haben vielleicht oberhalb der Armutsgrenze gelebt und diejenigen, die etwas mehr hatten, die haben die, die weniger hatten, unterstützt. Leichten Herzens sollen die Männer und Frauen der Jerusalemer Urgemeinde ihr Hab und Gut geteilt haben. Sie waren überzeugt, dass das Ende der Welt ohnehin nahe sei. Wer wollte da noch an seinen irdischen Gütern hängen? Jedes Gemeindemitglied sollte sein Leben also radikal ändern und seinen ganzen Besitz in das neue Projekt einbringen. Aber war es nicht schade um das gute Geld? Konnte man nicht beides haben, bei den Christen mitmachen, ohne auf allen Besitz und alle Annehmlichkeiten zu verzichten? Lukas erzählt uns von einem Ehepaar, das tatsächlich etwas von seinem Geld für sich behalten wollte. Ein kapitaler Fehler. Weil sie Gott belogen hatten, so heißt es in der Apostelgeschichte, fielen beide auf der Stelle tot um. Und andersherum war es auch nicht richtig. Lukas berichtet noch von einem Mann namens Simon, der die Gabe Gottes, Wunder zu wirken, von Petrus kaufen will. Ebenfalls ohne Erfolg. Nach Simon wird später einmal die Simonie benannt, die Käuflichkeit von geistlichen Ämtern. Gottes Gnade sollte nicht käuflich sein, das war die Botschaft. Aber musste deswegen gleich allen alles gehören? Lukas beschreibt eine ideale Situation, so wie er sich die Urgemeinde wünscht, wie sich vielleicht einige die Urgemeinde wünschen, und erzählt sofort auf den nächsten Seiten, dass die Urgemeinde so ideal nicht war und es handfeste Auseinandersetzungen auch zwischen unterschiedlichen Nationalitäten gab. Also man kann nicht sagen, dass der Kommunismus in der Urgemeinde umgesetzt war. Die Gütergemeinschaft folgte vor allem dem Ideal der Nächstenliebe. Wer mehr hat, gibt dem, der weniger hat. So handelten und so dachten die ersten Christen.
auch wenn die ersten Christen keine lupenreinen Kommunisten waren, die Idee der Gütergemeinschaft lebte fort, in der Kirche und außerhalb. Vor allem in den Klöstern, wie hier, fernab jeglicher Zivilisation, wurde immer wieder ein Zurück zu den Anfängen gepredigt. So wurde die Gütergemeinschaft der frühen Christen zum Vorbild und ist es heute noch. Die Apostelgeschichte berichtet von einem stürmischen Anwachsen der jungen Gemeinde. Hier, an Himmelfahrt waren es erst 120 Jünger. Nach Pfingsten bereits 3000, danach Tag für Tag immer mehr. Eines Tages etwa 5000 und später heißt es nur noch, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch wenn Lukas als Erzähler gern zur Übertreibung neigt, Fakt ist, die Christen wurden immer mehr. Aber woher kamen sie eigentlich und wie erfuhren sie von dem neuen Glauben? Wichtige Anlaufstelle für die frühen Christen war der Tempel von Jerusalem. Die Apostelgeschichte berichtet, dass sich die Urgemeinde regelmäßig in der Halle Salomos an der Ostseite des Tempelplatzes getroffen hat. Besonders an den großen jüdischen Festtagen, wenn Pilger aus aller Welt in die Stadt kamen, schien die Gelegenheit günstig, um neue Anhänger zu werben oder es wenigstens zu versuchen. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Nachfolger Christi zunächst niemandem als allein den Juden das Wort verkündigten. Der Sabbat wurde gehalten, man hielt sich an Speisegebote, man hat im Tempel gebetet, man hat die Beschneidung weiterhin praktiziert. Also das war durch und durch jüdisch. Das frühe Christentum war im Grunde ein Phänomen innerhalb des frühen Judentums. In allen größeren Städten des Römischen Reichs gab es jüdische Gemeinden, die durchreisenden Juden Unterkunft und Frühstück boten. Allein in Rom gab es rund ein Dutzend Synagogen, in Alexandria noch weit mehr. Warum also Juden nicht auch in der Ferne die Botschaft von der Auferstehung Jesu verkünden? In den größten Synagogen der Antike, wie hier in Sardes im Westen der heutigen Türkei, fanden mehr als 1000 Betende Platz. Ihnen predigten die Anhänger Christi, dass mit Jesus ihr Messias, ihr Erlöser gekommen sei. Und viele sollen ihren Worten gefolgt sein. Fern vom Tempel in Jerusalem lebten viele gebildete Juden, die mit der griechischen Kultur aufgewachsen waren. In diesem Umfeld wurde auch die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Die Septuaginta, das größte Übersetzungswerk der Antike. Nötig war es geworden, weil kaum mehr jemand Hebräisch verstand. Ich glaube, dass die griechisch sprechenden Juden, sie waren vertraut mit der griechischen Kultur, die haben in der Tat erkannt, dass es sich hier um ein Potenzial handelt, das, wir würden heute sagen, internationale Bedeutung hat. Nicht nur in Jerusalem, sondern vor allem auch im griechischsprachigen Kleinasien stießen die Predigten der Apostel, wie die Jünger Jesu nach seinem Tod genannt wurden, auf offene Ohren. In dem Römischen Reich konnte etwa 10% der Reichsbevölkerung lesen. Das heißt, man darf sich die Bedeutung der geschriebenen christlichen Texte, also etwa der Evangelien, auch nicht zu hoch vorstellen. Es gab eine kleinere Schar, die das lesen konnte und die das auch gelesen hat. Wir wissen davon, dass schon im 2. Jahrhundert sie in Alexandria eine Bibel kaufen konnten. Das hat einer gemacht, um sie zu widerlegen und beschrieben, dass er sie gekauft hat. Die mündliche Verkündigung spielte eine große Rolle und wie noch heute im Orient konnten die Leute unendlich viel auswendig. Die Geschichten vom Leben und Sterben Jesu, wie sie später als Evangelien aufgeschrieben wurden, sind ein wesentlicher Baustein des Erfolges für das junge Christentum. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, hatte Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben.
Aber sollten sie sich auch an Nichtjuden wenden? Auf die Idee, das Evangelium griechischen Heiden zu verkünden, wären die Anhänger Jesu in Jerusalem wohl nie gekommen. Die ersten Christen wären vermutlich als eine der vielen jüdischen Sekten in die Geschichte eingegangen, wenn nicht plötzlich in Kleinasien ein Mann aufgetreten wäre, der alles wendete. Hier, in der heutigen Türkei, stellte er die Frage aller Fragen. Warum dürfen eigentlich nur Juden Christen werden? Ist Jesus nicht für alle Menschen gestorben? Die Bibel berichtet von einer spektakulären Kehrtwende. Dem griechischsprachigen Saulus, einem strenggläubigen Juden und hartnäckigem Gegner der Christen, soll Jesus in einer himmlischen Vision erschienen sein. Da umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was immer der Auslöser war, der Christengegner Saulus steht fortan auf der Seite der neuen Religion. Die Wandlung vom Christenverfolger zum Vorreiter des Christentums ist also Fakt. Dass er dabei seinen Namen änderte, allerdings Legende. Paulus trug stets beide Namen. Bei den Juden hieß er Saulus, bei den Griechen Paulus. Antiochia in Kleinasien. Drittgrößte Stadt im Reich, hinter Rom und Alexandria. Hier kommt es zum Richtungsstreit im jungen Christentum. Im Mittelpunkt der griechische Jude Paulus. Nur beschnittene Juden haben Zutritt zum christlichen Abendmahl, sagen die Hardliner unter den Christen. Paulus steht an der Spitze einer Gruppe, die für die radikale Öffnung der neuen Religion eintritt. Alle Menschen, und nicht nur Juden, sollen Christen werden können und sind in die Gemeinschaft aufzunehmen. In Antiochia eskaliert die Frage, wie es mit der Bewegung weitergehen soll. In Antiochia kam es zum Bruch zwischen Petrus und Paulus. Petrus lehnte die Heidenmission ab. Für ihn war klar, Christ kann nur sein, wer beschnitten ist und wer die jüdischen Reinheits- und Speisevorschriften befolgt. Paulus hingegen sah die Heidenmission für unverzichtbar an, weil er die Botschaft des Christentums in die Welt hinaustragen wollte. Und insofern wollte er auch von dem Gebot der Beschneidung und den Speisevorschriften abrücken, um es den Heiden zu erleichtern, das Christentum anzunehmen. Im Jahr 49 nach Christus kommt es deshalb zur Krisensitzung in Jerusalem. Noch empfand man sich als innerjüdische Gruppierung, aber jetzt gab es zwei Lager. Die Strenggläubigen beharrten auf den hergebrachten Riten des Judentums. Paulus hält mit seinen Getreuen dagegen. Eine brenzlige Situation. Schließlich setzt sich Paulus durch. Damit ist der Weg frei für die Missionierung und Bekehrung aller Menschen. Das Apostelkonzil hat bestätigt, dass es möglich ist, Christus glaubender zu sein, ohne zum Volk der Juden zu gehören. Das war die wichtigste Entscheidung. Und insofern wurde damals im Grunde das Christentum zu einer internationalen Religion, zu einer Weltreligion, zu der vielleicht nur 500 Leute damals gehört haben, aber die eben das Potenzial hatte, Weltreligion zu werden, weil sie befreit war von den engen Fesseln der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk. Dennoch, vieles, was das Urchristentum kennzeichnet, entwickelte sich aus jüdischen Vorbildern. Die 12 Jünger stehen für die Idee der 12 Stämme Israels. Aus dem Opfer im Tempel wurde die Vorstellung von Jesus als Opferlamm. Und auch der Sonntag ist keine christliche Erfindung, sondern zunächst einmal der erste Tag nach dem jüdischen Schabbat. Damit ist die Schicksalsfrage des frühen Christentums entschieden. Durch den Beschluss des Apostelkonzils trennen sich die Wege von Juden und Christen.
Fakt ist, mit der Ablösung vom Judentum ist der Weg des Christentums zur Weltreligion frei. Unglaubliche 16.000 Kilometer. Einmal um den halben Erdball legte allein der rastlose Apostel Paulus auf seinen Reisen zurück. Missionsarbeit war auch eine körperliche Herausforderung. An seiner Seite sehen wir oft Glaubensbrüder, junge Christen, die wie er die Ausbreitung des Christentums zu ihrer Lebensaufgabe bestimmt hatten. Die Christen machen also das, was die Juden bis heute nicht machen. Sie missionieren. Sie versuchen, andere Menschen von ihrem Glauben zu überzeugen. Christliche Missionare schwärmen aus in alle Ecken und Enden des Römischen Reiches. Immer vorneweg Saulus Paulus. Auf die Missionierung hätten die Urchristen eigentlich ein Patent anmelden können. Selbst in entlegensten Winkeln des Römischen Reiches sind heute noch eindrucksvolle Spuren der Urchristen zu finden. Das unwegsame Kappadokien im Herzen der heutigen Türkei entwickelte sich zu einem wichtigen christlichen Zentrum. Hunderte von Höhlen mit kleinen Kapellen und in den Berg gegrabenen Kirchen zeugen von den frühen Anfängen. Hier lebten die ersten Christen, beteten gemeinsam und feierten das Abendmahl. Die leuchtend bunten Wandmalereien erinnern bis heute daran. Wohin er auch kam, Paulus blieb immer nur so lange wie nötig. So viele Menschen galt es noch zum Gott der Christen zu bekehren. Es gab in der Antike keine Religion, die in diesem Sinne missioniert hat. Der Isis-Kult ist nicht irgendwo hingegangen und hat gesagt, wollt ihr nicht Isis-Anhänger werden. Also das ist etwas Besonderes und unterscheidet die Urgemeinde auch vom historischen Jesus, der sich nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, wie er selbst sagt, gesandt wusste. In 13 Briefen hat Paulus seine Missionen beschrieben. Wir kennen sie aus dem Neuen Testament. Mehr als die Hälfte davon stammt mit großer Sicherheit tatsächlich aus seiner Feder. Das älteste Schreiben, den ersten Thessalonicher Brief, verfasste Paulus im Jahr 50. Es ist das früheste beglaubigte Zeugnis des Christentums überhaupt. Die Paulusbriefe sind Rundschreiben und Flugschriften an die ersten christlichen Gemeinden. Es waren damals die modernsten Kommunikationsmittel. Keine anderen Texte wurden häufiger kopiert und weitergereicht. Die christlichen Gemeinden standen über Briefe miteinander in Kontakt. Und diese Briefe sind aber auch durch Christinnen und Christen, die hin und her gereist sind, vermittelt worden. Es war ein richtiges Netzwerk, das die christlichen Gemeinden nach und nach aufgebaut haben. Und wegen ihrer Solidarität untereinander haben sie sich eben auch gegenseitig gastlich aufgenommen. Am Ende hatte Paulus zahlreiche Gemeinden in Kleinasien und Europa neu gegründet. Darunter die christlichen Gemeinden in Philippi, Thessalonich und Korinth. Es war die Saat des Urchristentums, die nun langsam aufzugehen begann. In Ephesus, wo gewaltige Ruinen von vergangener Größe künden, soll Paulus gleich mehrere Jahre verweilt haben. Heute gilt es als wahrscheinlich, dass Paulus hier auch den Großteil seiner Briefe verfasst hat. Hier in Ephesus ist er also auch gewesen. Manche nennen ihn den Erfinder des Christentums. Sicher ist, ohne Paulus, den Theologen, den Briefeschreiber und Missionar, ist der Aufstieg des Christentums zur Weltreligion praktisch nicht denkbar. Bis dahin glaubten viele, der Tod sei ein Nichts, ein ewiger Schlaf, ohne Hoffnung auf ein Leben danach. Das Christentum aber hatte noch einen Trumpf im Ärmel.
Den ersten Christen wurde vorgeworfen, einen Verbrecher anzubeten. Verflucht ist, wer am Holz hängt, sagt das jüdische Gesetz. Und auch bei Römern und Griechen, die das Schöne, Starke und Gesunde verehrten, sorgte ein hingerichteter Gott nur für ungläubiges Staunen. Eine Kritzelei aus dem 3. Jahrhundert zeigt das Bild eines Gekreuzigten mit Eselskopf. Dieses Spottkruzifix gilt heute als die älteste Darstellung von Christus am Kreuz. Das Römische Reich kannte eine große Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulten. Im Pantheon, dem Tempel aller Götter, war man offen für alte wie neue Angebote. Aber galt das auch für die Jesusbewegung? Es ist ja ganz auffällig an der Urgemeinde, dass die unter ungeheuren persönlichen Risiken quer durch die Welt geht und man den Eindruck hat, die sind ungeheuer motiviert und eine unglaubliche Kraft ist zu spüren. Das ist offensichtlich die Wirkung der Auferstehung Jesu, nicht? Dass man innerhalb kürzester Zeit aus einem Haufen von verstörten, depressiven Menschen zu solcher Kraft kommen kann, das hängt damit zusammen, dass die überzeugt waren, unser Heiland lebt. Die junge Gemeinde glaubte fest auch an die eigene Auferstehung nach dem Tod. Gewaltige Friedhofsanlagen unterhalb der großen Ausfallstraßen Roms werden zum Ort ihrer Hoffnungen. In scheinbar endlosen Gängen reiht sich Grab an Grab. Um Platz zu sparen, wurden sie oft mehrstöckig angelegt. In die Wände gehauene Nischen dienten zur Bestattung der Toten. Fresken an den Wänden der Katakomben erinnern an das Leben Jesu. Für die frühen Christen waren diese Gräber nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum baldigen Wiedersehen. Denn nicht nur die Seele, auch der Leib würde auferstehen, so glaubte man. Das, was mit Jesus passiert war, die Auferstehung von den Toten, das würde auch den Gläubigen zuteil. Davon waren die ersten Christen überzeugt. Schon für die ersten Christen galt, manchmal war es klüger, zeitweise von der Bildfläche zu verschwinden. Über so viel Zulauf sie sich auch freuen mochten, noch waren die Anhänger Jesu Christi eine kleine, radikale Minderheit. Ihren Anspruch, auserwählt zu sein und den einen, einzig wahren Gott zu verehren, fanden viele Nichtchristen anmaßend, beleidigend und sogar bedrohlich. Musste man sich das bieten lassen? War es nicht besser, kurzen Prozess mit diesen Christen zu machen? Nur wenige Jahre nach der Kreuzigung Jesu wird das Gemeindemitglied Stephanus zum ersten Opfer der jungen Bewegung. Die Anklage führt der Hohe Rat der Juden in Jerusalem. Ihm soll Stephanus vorgeworfen haben: Am Körper seid ihr beschnitten, aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Mit dieser Provokation ist das Schicksal von Stephanus besiegelt. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, sollen seine letzten Worte gewesen sein. Dem Vorbild Jesu folgend. Der heilige Stephanus wird zum ersten Märtyrer der Christenheit. Die Kirche San Stefano Rotondo in Rom ist seinem Andenken gewidmet. Nachgebaut ist sie einem heidnischen Rundtempel. An den Wänden zeigen Fresken in peinlich genauer Darstellung das Schicksal frühchristlicher Märtyrer und Märtyrerinnen. Das Panorama grausamer Martyrien erinnert an Männer und Frauen, die für ihre Überzeugung bis zum Äußersten gegangen sind. Die Überzeugung, dass Jesus von Nazareth der Messias sei, der Christus, der Gesalbte Gottes. Es heißt, jeder Märtyrer verschaffte der christlichen Gemeinde 100 neue Mitglieder. Sie litten und starben für ihren Glauben, getrieben von der Hoffnung auf Erlösung und dem Versprechen auf ewiges Leben.
Was könnte das sein? Nun gut, es hat die Form eines Kreuzes, aber warum führen Stufen hinab? Von Archäologen und aus frühen Darstellungen wissen wir, so sah ein Taufbecken zu Zeiten der Urchristen aus. Aber was war so attraktiv am Christentum? Warum ließen sich so viele Männer und Frauen taufen? Es gab doch noch andere Kulte, viel Konkurrenz am Götterhimmel. Lukas berichtet, dass schon sehr früh mit der Taufe begonnen wurde. Der Apostel Petrus soll seine Mitbrüder an Pfingsten öffentlich dazu aufgerufen haben. Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Durch das Eintauchen des ganzen Körpers in Wasser werden alle persönlichen Sünden vergeben. Davon waren die ersten Christen überzeugt. Ein neues Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit allen, die an ihn glauben, konnte beginnen. Nach dem Apostelkonzil stand die Taufe auch gottesfürchtigen Heiden offen. Vorleistungen mussten nicht mehr erbracht werden. Mit der Taufe und dem Glauben an Jesus Christus konnte jeder Mann und jede Frau die Mitgliedschaft im Volk Gottes erlangen. Die Taufe löst die Beschneidung ab. Das ist jetzt nicht nur einfach eine neue Sichtweise, ein neues Ritual, sondern es bedeutet eine unermessliche Ausweitung. Die Beschneidung war beschränkt auf das jüdische Volk. Indem nun die Taufe vollzogen wird, findet eine Öffnung hin auf die ganze Welt statt. Alle sind eingeladen, an dieser Heilsbotschaft teilzunehmen. Die Taufe wurde zum Markenzeichen der Christen. Und die Bewegung wuchs und wuchs. Es gab kaum genug Taufbecken für die vielen neuen Christen, die bald in die Gemeinden strömen sollten. Ab dem 4. Jahrhundert ließen sich auch viele große Herrscher taufen. Zuerst der römische Kaiser Konstantin. Dann Feldherren, Fürsten, Könige. Alle wurden sie durch die Taufe zu Christen. Aber was war so unwiderstehlich am Christentum? Warum schworen so viele ihren alten Göttern ab und bekannten sich zu dem einen Gott der Christen? Vielleicht finde ich hier eine Antwort, in Silifke, im Süden der heutigen Türkei. Hier wird das Andenken an die heilige Thekla bewahrt. Der Legende nach soll sich die junge Frau in dieser Grotte versteckt haben. Sie wurde für ihren Glauben verfolgt und mit dem Tod bedroht. Paulus hatte sie auf seiner Missionsreise zum Christentum bekehrt. Thekla gilt als die erste weibliche Heilige der jungen Kirche. Hätten Sie das gewusst? Da frage ich mich, welche Rolle spielten Frauen überhaupt im Urchristentum? Von Paulus erfahren wir, dass er Frauen sehr geschätzt und ausdrücklich gefördert hat, auch wenn er selbst zeitlebens unverheiratet blieb. Die anderen Apostel, wie Petrus und die Brüder Jesu, waren dagegen alle verheiratet und wurden auf ihren monatelangen Missionsreisen stets von ihrer Frau und den Kindern begleitet. Ein Umstand, der heute wohl etwas in Vergessenheit geraten ist. Für Frauen war es besonders attraktiv, Christ zu werden, weil das Christentum eine hohe Bedeutung für die soziale Situation von Frauen hatte. Und wenn man weiß, dass viele Frauen mit 12, 14 Jahren verheiratet worden sind und aus der Hand ihres patriarchalischen Vaters in die Hand ihres teilweise auch gewalttätigen Mannes gekommen sind, obwohl sie gebildeter waren als die meisten Männer, dann kann man sich vorstellen, dass das Christentum für sie eine Religion der Befreiung gewesen ist. Und erwähnt die Bibel nicht sogar eine Frau unter den Aposteln? Die Briefe des Paulus berichten nicht nur von Gemeindeleiterinnen, Missionarinnen und Prophetinnen. In seinem Römerbrief wird auch die Apostelin Junia erwähnt. Eine Frau als Apostel. Bis ins 13. Jahrhundert war die Sache Fakt. Dann vollzogen Männer der Kirche sie einer nachträglichen Geschlechtsumwandlung. Aus der weiblichen Junia wurde ein männlicher Junias. Kein Einzelfall in der Geschichte.
Diese Tendenz lässt sich insgesamt beobachten, dass die bedeutenden Frauen des frühen Christentums einfach nicht mehr weiter beachtet wurden, marginalisiert wurden. Und das geht natürlich zurück auf Machtinteressen innerhalb der Kirche, dass bestimmte Machtpositionen für Männer vorbehalten bleiben sollen. Und da stört eine Apostelin Junia. Für die ersten Christen gab es keinen Unterschied der Geschlechter, der Herkunft und des Standes. Alle Menschen sind Gottes Kinder, also musste auch allen geholfen werden. Die ersten Christen kümmerten sich um Witwen und Waisen. Sie kümmerten sich um die Ausgegrenzten der Gesellschaft. Das mag für uns heute selbstverständlich sein. Damals war es revolutionär. Man hat da über die sozialen Schranken hinweg soziale Netzwerke eingerichtet. Man hat sich vor allem um die Einzelnen gekümmert. Und zwar unabhängig davon, zu welcher gesellschaftlichen Schicht sie gehörten. So wie Jesus es ihnen geraten hatte. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So verstanden sich die frühen Christen vom ersten Tag an auch als eine soziale Bewegung. Für die Griechen und die Römer waren die meisten Menschen von Natur aus Sklaven. Da sah man gar nichts Verwerfliches dabei. Für die Christen kam das nicht in Frage. Jeder einzelne Mensch hat seinen Wert und seine Würde. Das gilt für alle Menschen ohne Ansehen der Person. Sie waren gleich. Und an diesem Weg der Barmherzigkeit sollte festgehalten werden. So wie Paulus es vor bald 2000 Jahren in seinem Brief an die Römer aufgeschrieben hat. Wir aber, die wir stark sind, sollen der Schwachen Gebrechlichkeit tragen. Eigentlich war es Jesus, der die Menschenwürde erfunden hat. Und die Christen sagen, alle Menschen sind gleich und allen muss geholfen werden. Das ist die revolutionäre Botschaft des Christentums. So viel scheint jetzt also klar. Das Christentum hatte viele attraktive Angebote. Bleibt noch eine Frage. Wie wurde aus dem Netzwerk von Gemeinden eigentlich das, was wir heute Kirche nennen? Die entstand doch erst viel später. Und was hat Rom damit zu tun? Am Ende führen alle Wege nach Rom. Im Jahr 58 erreicht auch der Apostel Paulus die Hauptstadt des Reiches. Als Gefangener. Sein letzter Gang soll ihn über diese Steine geführt haben. In der Kirche Tre Fontane wird bis heute ein Säulenstück aus Marmor aufbewahrt. An dieser Stelle, so erzählt man sich, wurde der Apostel mit dem Schwert enthauptet. Diese Todesart war ein letztes Privileg. Nur weil er römische Bürgerrechte besaß, blieb Paulus der qualvollere Tod am Kreuz erspart. Doch wichtig war ihm, der früher selbst Christen verfolgt hatte, der Glaube an die Liebe, die den Menschen in Christus geschenkt wurde. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Zum Andenken an den großen Apostel Paulus, der in Rom als Märtyrer gestorben ist, ließ Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert die gewaltige Basilika St. Paul vor den Mauern errichten. Sein Grab unter dem Hauptaltar wurde erst in den letzten Jahren wieder freigelegt. Die Untersuchungen zeigen, hier könnte er wirklich begraben liegen. Der Mann, der mehr für den Aufstieg des Christentums getan hat als jeder andere. Durch Paulus ist das Christentum eine Weltreligion geworden. Paulus hat das Christentum geöffnet aus der Bezogenheit auf das Judentum hin auf die Welt. Er hat die Heidenmission ins Leben gerufen und damit das Christentum möglich gemacht als Religion für alle Völker dieser Erde. Man nennt ihn auch den Apostelfürsten.
Für seinen Glauben hat Paulus alles hinter sich gelassen. Für seine Überzeugung ist er bis zum Äußersten gegangen. Am Ende bis in den Tod. Auch dem Apostelfürsten Petrus soll es ähnlich ergangen sein. Kopfüber sei er ans Kreuz genagelt worden. Aber stimmt das denn auch? Bis heute streiten Theologen und andere Wissenschaftler darüber, ob Petrus überhaupt in Rom war. Auch wenn das Neue Testament an dieser Stelle schweigt, für die vielen gläubigen Pilger in Rom ist das keine Frage. Als Missionar sei Petrus in die Hauptstadt des Reiches gekommen und schließlich der Christenverfolgung unter Kaiser Nero zum Opfer gefallen. Die christliche Überlieferung berichtet davon, dass Petrus selbst seine Peiniger darum gebeten habe, ihn kopfüber zu kreuzigen. Er sei es nicht würdig, auf die gleiche Weise zu sterben wie Christus. Über seinem vermuteten Grab ließ Kaiser Konstantin den Petersdom errichten. Wissenschaftliche Nachforschungen bestätigen, immerhin, unterhalb der Kirche verläuft eine antike Gräberstraße. Wurden Petrus und Paulus wirklich dort begraben, wo bis heute unzählige Gläubige ihrer gedenken, wo sich monumentale Kirchen erheben? Die Wissenschaft hält das durchaus für möglich, auch wenn der letzte Beweis fehlt. Aber wo auch immer sie begraben sind, Fakt ist, Petrus und Paulus sind der Felsen, auf dem die Kirche errichtet wurde. Die Gemeinschaft der Christen formte sich nun zu immer größerer Stärke. Immer mehr Menschen ließen sich taufen, bekannten sich zum einen Gott der Christen. Im 4. Jahrhundert war es dann soweit. Unter Kaiser Konstantin endete die Zeit der Verfolgung. Der Glaube aus der Provinz wurde zur neuen Staatsreligion. Es wird wohl die richtige Mischung gewesen sein, mit der sich das Christentum durchgesetzt hat. Von allem war etwas drin. Nächstenliebe und Menschenwürde. Vernunft. Aufgehobensein in der Gemeinde. Und das Wichtigste, die Zuversicht, wie Jesus von den Toten aufzuerstehen und das ewige Leben zu erringen. Und jeder, ob Mann oder Frau, ob Herr oder Sklave, war willkommen. Keine andere Religion war so fortschrittlich, so modern wie das Christentum. Keine andere Religion sprach die Menschen so an, gab ihnen so viel Hoffnung und Zuversicht. Das war ihr Erfolgsgeheimnis.